Heute werde ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen, wie sie mir öfters vorkommt zurzeit. Wir haben die Rufnummer des verstorbenen Großvaters meiner Freundin übernommen und ich vermute mal, dass es irgendwo bei diesen ganzen Telefondienstleistern eine Datenbank gibt mit Rentnern, weil es ist schon faszinierend, wie viele Anrufe ich bekomme. Hier ein kleines Beispiel. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Tine von Kozlowski. Ich bin von der Telemedia 1234 Internet AG GmbH Dienste Telekommunikationsdienstleistungen. Es ist 8.30 Uhr morgen. Das Einzige, was momentan wunderschön sind, sind die Mordfantasien von mir an dieser jungen Dame. Aber gut, lassen wir das Funzel nun mal weiter ihren Text. Wow. Können Sie das nochmal wiederholen? Nee, war ein Scherz. Lassen Sie mal. Ja, spreche ich da mit Herrn Hohn? Nein, ich habe noch einen Puls. Nun, hier haben wir den ersten Hinweis. Und hier merkt man wieder den Unterschied zwischen Hirn besitzen und Hirn benutzen. Ja, ist der denn zu sprechen? Nein. Aber ich müsste mal mit ihm sprechen. Okay. Sind Sie ein Medium? Nein. Haben Sie mediale Fähigkeiten? Nein. Geisterbeschwörung? Nein. Können Sie oder haben Sie schon mal mit Toten gesprochen? Nein. Tja, dann tut's mir leid, dann können Sie im Moment nicht mit ihm sprechen. Ach, der lebt also gar nicht mehr bei Ihnen. Wow. Ja, das trifft es genau. Der lebt nicht mehr bei uns. Haben Sie vielleicht eine neue Anschrift oder Rufnummer? Die neue Adresse. Friedhofsstraße 28 Friedhofs, ne? Ja, Friedhofsstraße Platz 325 in 66581 Altenhausen. Ah, danke, das ist nett. Und ein kleiner Tipp noch zum Schluss. Packen Sie eine Schaufel ein.